Willkommen zurück, meine edlen Glücksritter und Burgfräuleins, zurück zu Total War Medieval 2. Khansada Gitbuka der Zornige stellt sich unserer Armbrustarmee primär Fernkämpfer, aber auch ein paar Nahkämpfer. Wir werden diese Schlacht nicht gewinnen können. Für die Ehre, für das Reich. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir können ihm schwere Schäden zufügen und dafür war diese Vorhut letztlich auch gedacht. Unsere Hauptarmee befindet sich weiterhin in Gaza und wird dort Runde für Runde verstärkt. Mit besseren Rüstungen etc. pp. Jetzt ist die große Frage, wie stelle ich mich auf? Ich denke, dieses Eck hier hinten ist sehr gut. Wir müssen natürlich unsere Formation anpassen. Hier kommen einige Feinde. Wie gesagt, wir werden diese Armee nicht schlagen können, aber wir können sie stark schwächen. Das muss unser Ziel sein. Wir machen die lockere Formation aufgrund der großen Zahl an Fernkämpfern, die Mongolen mitbringen. So, sie rücken weiter vor, dort kommt die Fernkampfkavallerie der Mongolen. Gruppe! Können sie schon schießen? So, nun beginnen unsere Armbrustschützen. Mit ihrem Bolzenhagel. Ganz vorne stehen die mongolischen Bogenschützen. Einige Einheiten werden noch komplett... Oh ja, die schießen schneller. Mein Gott, das dauert ja Stunden. Haben wir überhaupt schon einmal geschossen? Was schießt ihr denn zusammen? Oh Gott, naja gut. Ja gut. Ich hatte zumindest erwartet, dass wir 3-4 Salven abschießen können. Natürlich, wenn das so wie hier abläuft, dann. Unser General rennt! Schande und Unehre sind jetzt seine einzigen Freunde. Diese Schlacht läuft, mein Herr. Nur noch die... Mein Gott! Ja gut, aber das war natürlich auch wieder mal... Wir müssen siegen, sonst ist er verloren. Diese Niederlage drückt auf die Herzen aller, die das Reich ihre Heimat nennen. Da wären deutlich mehr. Wenn die Armbrüste vernünftig gehandhabt worden wären, hätte man hier deutlich mehr Schaden anrichten können. Die heutige Reise ist vorbei. F-
Fußball angeprangert. Der Oberbürgermeister von London ließ verkünden, das gewalttätige Mobgebaren, das die Bürger in ihrem Band zu ziehen scheinen, sei ab sofort verboten. Und während es in der Stadt zu großem Tumult kommt, die von dem Spiel mit großen Fußbällen auf öffentlichen Plätzen herrühren, was unter Umständen zahlreiche Übel mit sich bringen kann, die Gott möglicherweise untersagen würde, befehligen und verbieten wir ausdrücklich im Namen des Königs unter Anordnung von Gefängnisstrafen, dass solche Spiele ab sofort nicht mehr in der Stadt ausgetragen werden dürfen. Nun, da dieses Gesetz verabschiedet wurde, ist die etablierte Gesellschaft überzeugt, dass diese Fußballereignisse keine Chance haben, zu einer Manie religiösen Ausmaßes zu werden. Aha. Der Tod geht in Angier weiter um. Jeddah wächst. Na endlich. Na endlich. Baut Jeddah sofort aus. Ja, es ist natürlich ein Problem, dass Lothar Zirn verstorben ist. Siegfried von Habsburg wurde zum Kardinal befördert. Ist das mittlerweile der vierte? 4 Kardinäle. Eure Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Greift die Mongolen weiter an. Ein Sieg für das Reich. Volle Segel. Kurs gesetzt, Kaiser. Ja, Kaiser. Warum ist denn dieses Schiff noch nicht repariert? Ja, Flotte bereit. Ja, Kaiser. Ach, das ist nur eine Kogge. Das. Eure Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. Der Wind hat uns im Stich gelassen. Das war vielleicht mein Fehler. Ja, mein Kaiser. Marschiert! Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. So. Ja, die Kavallerie rückt nach. Befehle, Kaiser. Marschiert! Die heutige Reise ist vorbei. Ich möchte, dass so zuerst Pflasterstraßen errichtet werden in Dongola. Seid gegrüßt, Kaiser. Bin unterwegs. Ich fahre morgen fort, ja? Kaiser! Befehle, Kaiser! Vorwärts! Ja! Ja, mein Kaiser! Marschiert! Die heutige Reise ist vorbei! Ja, wir müssen uns schon überlegen, wen wir hier ausbilden. Ob wir wirklich so viele Gelder investieren wollen. Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Er wird morgen ein toter Mann sein. Tod? Riskiert es. Bisher hatten wir in letzter Zeit nicht viel Glück mit dem Risiko. In dieser Hinsicht, aber wir probieren es. Sehr gut. Dafür hätte er zumindest einen kleinen Aufstieg erhalten können. Schnell und ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja, Kaiser. In Ordnung. Kaiser? Verratet mir den Namen des Ziels. Ja, bin unterwegs. Nein, diesen Ort kann ich nicht erreichen, Kaiser. Er wird morgen ein toter Mann sein. Was ist das Ziel Damaskus des Reiches? Und Jerusalem werden Sein belagert. Schicksal ist Schnell und leise.
Ich... Kaiser? Befehle, Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ihr habt auf ganzer Ebene versagt. Das kann ich auch nicht anders formulieren. Das kann ich auch nicht schönreden. Frischt Einheiten auf. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Verratet mir den Namen des Ziels. Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, Kaiser! Vereinen unsere Streitkräfte! Befehle, Kaiser! Ja, mein... Vorwärts! Befehle, Kaiser! Marschier! Kaiser! Ja, Kaiser! Unsere heutige Reise ist beendet! Befehle, Kaiser! Marschier! Ja! Ja, Kaiser! Hier errichten wir ein Nachtlager! Problematisch, problematisch. Ja, mein Befehle, Kaiser! Kaiser! Kaiser? Na, wenn ihr könnt, dann macht es. Wenn ihr ausbilden könnt, dann macht es. Befehle, Kaiser! Ja, Jerusalem und Damaskus brauche ich momentan nicht auszubessern, das ist klar. Gut, in Nikosia versuchen wir eine weitere Kampfwand zu bilden. Auszubilden. Ja, Kaiser. Jawohl, Kaiser. Ist die Lage hier in Polen eigentlich relativ entspannt? Gut, kümmern wir uns um unsere Flotten. Eure Befehle, Kaiser. Kampflos werden wir euch diese Region. Ja, Kaiser. Volle Segel. Kehrt zurück. Kommen wir nicht weiter, Kaiser. Ja, Flotte bereit. Kurs gesetzt, Kaiser. Ja, verlassen die Boote. So, das ist jetzt das, was wichtig war. Die Armee dort abzusetzen. Kaiser! Befehle, Kaiser! Eure Befehle, Kaiser! Kurs gesetzt, Kaiser! Tunis kann sich, Ja, Kaiser! Beneidet ihr den Feind? Eure Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Ja, Flotte bereit! Volle Segel, eure Befehle. Aufgrund des Überfalls nicht bewegen. So, wir greifen die sizilianische Flotte an. Eine Niederlage. Eine Niederlage. Werft den Anker. Heute kommen wir nicht weiter. Eure Befehle. Ja, Kaiser. Werfen den Anker, mein Kaiser. Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas anderes unternehmen. Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas anderes unternehmen. Haltet euren... Ach.
bildet hier eine weitere kleine Flotte aus. Mein Gott, was für eine Peinlichkeit. Ja, Kaiser. Ja, eure... Ja, Flotte bereit. Was für eine Peinlichkeit. Anders kann ich es nicht betiteln. Ja, Kaiser. Kurs gesetzt, Kaiser. Volle Segel. Kurs gesetzt, Kaiser. Das ist eine beachtliche Armee. Kaiser! Marschiert! Hier müssen wir auf jeden Fall mehr Einheiten ausbilden. Ich glaube, dass die Schotten uns bald noch mehr Probleme machen werden. Ja, Kaiser! Na gut. Seid gegrüßt, Kaiser. Natürlich, Kaiser. Schickt unseren Kardinal in andere Gebiete. Eure Befehle? Ja, Kaiser. Genug marschiert für heute. Oslo, sehr gut. Stockholm wurde, glaube ich, ausgebaut. Ja, jetzt hier nochmal 9600 investieren. Was würde das bringen? Könnt ihr mir hier einen Händler ausbilden? Dankeschön. Aarhus momentan auch sehr zufriedenstellend. So, in Ajaccio wird gerade eine Flotte ausgebildet. Sehr gut, Cagliari. Auch sehr zufriedenstellend. Gut. Ja? Vorwärts! Führen die Truppen zusammen! Wollt ihr die Macht des... Mein Kaiser? Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Wir werden versuchen, uns mit einer Söldnerarmee hier durchzuschlagen. Ich möchte diesen... Ah, sie ziehen sich zu. Das Reich hat gesiegt. Ja, Kaiser. Ziehen in die Schlacht. Schade. Eure Befehle? Gar keine Fernkämpfer. Ja? Nicht wirklich optimal. Gut, prüfen wir Italien. Neapel ist noch in Ordnung. Neapel wird gerade ausgebaut. Rom ist auch zufriedenstellend. In Florenz wird gerade ein Büchsenmacher gebaut. Bologna ebenfalls. Venedig ebenfalls so gut. Könnt ihr unsere Probleme nicht lösen. Haltet euren Mund. Hier wird gerade der Bürgermeisterpalast errichtet, der zu mehr Zufriedenheit beim Volk sorgen wird, ja. Marseille auch schwierig, aber noch kontrollierbar. Befehle, Kaiser. Jawohl, nähern uns den Feinden des Reiches. Wie gesagt, diesmal wird es keine zu große Offensive geben. Es ist eine äußerst schwache Garnison. Wir werden sie aushungern, bis sie gezwungen sind, rauszukommen. Belagern die Siedlung, Kaiser. Die Armee belagert weiter, Kaiser. Mit Polen. Gütiger Herrgott. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Kaiser. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Warum verlieren wir denn hier Einheiten? Ja, Kaiser. Nun sind sie verloren, Kaiser. Wir sind bereit zum Kampf. Belagerungsarmee ist bereit zum Angriff. Er wird morgen ein toter Mann sein. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Was ist das Ziel des Reiches? Ja, bin unterwegs. Sowohl schnell als auch. Leise. Onger. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser.
Wie bekommen wir dieses Problem hin? Eine Seuche sucht die Straßen heim. Ja, und zwar schon seit geraumer Zeit. Es wäre, denke ich, irgendwann mal angebracht, dass diese Seuche sich wieder verabschiedet. 99%, das ist ja großartig. Ist ja wunderbar. Das geht nicht, Kaiser. Natürlich, Kaiser. Eine Pause. Er wird morgen ein toter Mann sein. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Kaiser! Nein, ich schicke ihn zurück. Ja! Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser! Verratet mir den Namen des Ziels. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Ja, bin unterwegs. Die Augen des Reichs. Ein Spion. Sehr gut. Gleich mal seine Merkmale verbessert. Ja, Kaiser. Ich bin unterwegs. Seid gegrüßt, Kaiser. Gut, Paris. Ja. Brügge wird demnächst Unterstützung benötigen. Für das Reich! Voller Stolz, Kaiser! Schlage das Lager auf, edler Kaiser! Sehr gern, sehr gern. Ja, wir benötigen hier Einheiten, wir benötigen hier Unterstützung. Ich hatte mir jetzt überlegt, erstmal die französischen Gebiete. Was für ein Unsinn. Befehle, Kaiser! Vorwärts! Die heutige Reise ist vorbei! Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Bilden wir dort eine Einheit aus, die mithelfen soll, Brügge zu verteidigen. Ich unterschätze die Schotten nicht mehr. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Den mache ich gewiss nicht nochmal. Schick die Deutschritter unbedingt auch in diese Richtung. Wen haben wir denn hier? Wir haben Kaiser Hugo, das ist ja gut. Und wir haben Ruprecht von Franken. Für das Reich. Ruprecht von Franken, kümmert euch bitte um Nürnberg. Sehr schön. Schon ist die Lage dort auch deutlich entspannter. Sehr, sehr gut. Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Und jetzt vereint unsere Kräfte. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Marschier! Und mit dieser Armee rücken wir nun gegen Polen vor. Es wird Zeit, dass wir nach all den Frechheiten, die wir durch Polen erleiden mussten, endlich mal wieder auf den Tisch hauen und sagen, ja, es wird Zeit zurückzuschlagen. Befehle, Kaiser! Ja! Ich kann und werde so ein Verhalten von Seiten einer anderen Nation, ein so provokatives Verhalten, werde ich nicht dulden. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Wie ein Schatten. Ich werde diesen Joachim niederprügeln. Und dann werde ich mich möglicherweise entweder Vilnius oder ich werde mir Harlech erst unter den Nagel reißen, weil Harlech kaum geschützt ist. Aber, und dafür werde ich mich nicht entschuldigen, ich werde für mein Volk Rache üben.
Ihr wolltet diesen schrecklichen Kampf, jetzt bekommt ihr ihn. Ja, Kaiser? Jawohl, Kaiser. Er wird morgen ein toter Mann sein. Ja, bin unterwegs. Ich werde euch ehrenhaft besiegen, edler Feind. Für das Reich! Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Marschiert! Die heutige Reise ist vorbei! Kaiser! Vorwärts! Hier errichten wir ein Nachtlager! Befehle, Kaiser! Für das Reich! Lassen wir das erstmal so, wie es ist. Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit walten. Natürlich. Die Augen. Verratet mir den Namen des Ziels. Für das Reich! Voller Stolz, Kaiser! Welche Gerechtigkeit sollte es sonst sein, außer die von Gott? Für das Reich! Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser! Ihr wisst so unfassbar wenig über diesen Gott, den ihr anbetet. Ihr wisst so wenig von ihm. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Hier brauchen wir Einheit. Ich brauche Armbrustschützen, um diese Burg zu schützen. Sehr gut. Armbrustschützen, um die Burg zu schützen. Ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Natürlich, Kaiser. Kaiser! Marschiert! Gut. Allein Russland fehlt noch. Ja, Kaiser? Ja, mein Kaiser! Ja! Kaiser? Welchen fremden Reichtum soll ich mir aneignen, Kaiser? Eröffne eine neue Handelsstraße. Seid gegrüßt, Kaiser. In Gottes Namen. Ja? Marschiere! Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Ja, wir geben natürlich momentan viel für Militär aus. Das ist, denke ich, logisch. Wir sind ja auch gerade extrem dabei, militärische Kaiser. Operationen durchzuführen. Zu wenig Nahkämpfer. Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Gut. Ja, wir haben sehr, sehr wenig Gelder, um jetzt große Bauten durchzuführen. Lasst uns Helsinki. Errichtet hier einen Übungsplatz für Fernkämpfer. Riga. Riga bekommt eine Verwaltung. Ja, auch nicht optimal, gestehe ich. Wir haben momentan zwei Burgen in Aussicht. Einmal Iasi, einmal Rennes und einmal Toulouse. Er wird morgen ein... Ja? Fürchtet unseren Aufmarsch, Feinde des Reiches. Belagerungsarmee ist bereit zum Angriff. Ah, diese Flotte habe ich vergessen. Naja, ärgerlich, schade. Diese drei Belagerungen führen wir momentan durch. Ansonsten bleibt natürlich weiterhin... Naja, jetzt kommt ihr. Greift uns an! Heute kommen wir nicht weiter, Kaiser.
Keine Sorge, unsere Flotten werden zurückschlagen. Es sind bereits neue Flotten im Bau. Ich bitte euch, vernichtet sie. Vernichtet diesen elenden Rebellenpöbel. Sehr gut. England gefällt mir. England gefällt mir. Wenn sie noch ein bisschen mehr gegen die Schotten unternehmen würden, dann wäre das eine richtig feine Sache. Die feindliche Flotte greift an, Kaiser. Der Wind hat uns ins Licht. Räumt auf. Wir, Sizilien, wir haben unser Ziel erreicht. Ihr überseht eine Tatsache. Wir haben unser Ziel erreicht. Unsere Armee steht bei Tunis. Eure nordafrikanische Kolonie wird bald unter dem Banner des Heiligen Römischen Reiches stehen. Und wird unsere Position dort verstärken. Die Schotten haben Angst. Angst ist zu viel gesagt. Sie sind sich unsicher. Kaiser, unsere Flotte wird angegriffen. Rückzug, bevor sie uns vernichten. Werfen den Anker, mein Kaiser. Die feindliche Flotte greift an, Kaiser. Der Wind hat uns im Stich gelassen. Ja, die byzantinische Flotte zeigt nun, was sie kann. Das will ich ihnen nicht absprechen, das will ich ihnen unter keinen Umständen absprechen, dennoch du gewinnst keinen Krieg nur mit einer Flotte. So, und in Bran haben wir reagiert. In Bran haben wir reagiert und zwar sehr gut. Kaiser, unsere Flotte wird angegriffen. Also momentan präsentieren sich unsere Schiffe aber auch wirklich derartig inkonsequent. Das ist schon bedauerlich. Das muss man schon auch mal sagen. Wie reagieren die Polen auf die Belagerung von Iasi? Ein Diplom. So, nun kommt der eigentlich spannende Teil, die Mongolen. Wie wird ihr nächster Schritt aussehen? Sie stoßen vor zu unserer Vorhut. Zurückziehen und neu formieren. Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Sie greifen weder Damaskus noch Jerusalem entscheidend an. Die Falle ist gestellt, Kaiser. Alles bereit. Gefällt mir gut. Vielversprechender junger Mann. Ein vielversprechender junger Mann. So. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ja, mein Kaiser. In Angers wurde endlich die Pest besiegt. Sehr gut. Der Rundenbericht ist in Ordnung. Ein Agent wurde entdeckt bei Mailand. Und in, ja gut, das war uns bewusst. Zweimal Volljährigkeit. Eine Veronikaheim ist gestorben. Vikaros von Franken und Fritz von München wurden geboren. Ansonsten primär positive Ereignisse. Florenz hat einen Büchsenmacher, Wien eine Ratskammer, Metz ritterliche Stelle, Mailand ein Bürgermeisterpalast und Krakau ein Wirtshaus. Seht ihr, was hier passiert?
Ja, mein Kaiser? Reden ist Silber. Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser, ziehen in die Schlacht. Sie werden fliehen. Das Reich ist siegreich. Und wir werden sie verfolgen. Ihr werdet Tunis nicht schützen. Bauern und eine Balliste. Dieser Tag soll der Tag des Reiches werden. Es wird Zeit. Nach... Ich weiß nicht, was sich unsere Konkurrenz denkt. Was sie sich in ihrem Wahn ausdenkt. Zugunsten des Reichs. Einheiten! Ich kann es nicht genau sagen, weil es mir teilweise ein Rätsel ist. Aber selbstverständlich sind wir immer noch das mächtigste Volk. Selbstverständlich sind wir immer noch das mächtigste Reich. Das wird uns niemand absprechen können. Ohohohohoho. Die fallen ja. Wie die fliegen. Bewegung bleiben und schießen. Das ist jetzt das Motto. Genau. Ihr kümmert euch um die Ballisten. Die Ballisten haben es nur auf unsere starken Ritter abgesehen, weil sie wissen, dass die für den Überfall auf Tunis entscheidend sind. So, jetzt haben sie ihre Waffen niedergelegt. Sehr schön. Von denen hat niemand geredet. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bis... Null Männer verloren. Der Hinterhalt ist bereit, mein Kaiser. Ja, Herr. Sie haben das Lösegeld wirklich angenommen. Das Reich ist siegreich. Kaiser! Und direkt weiter nach Tunis. Nähern uns den Feinden des Reiches. Belagern die Siedlung, Kaiser. Wird es Zeit, die Mauern zu stürmen, Kaiser? Prinz Migianino. Bauern und Ballisten. Tunis ist im Prinzip ungeschützt. Eure Befehle, Kaiser. Volle Segel. Heute kommt... Ja, Kaiser. Volle Segel. Der Wind hat uns... Beneidet ihr... Wenn man es runterbricht, ist Tunis ungeschützt. Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. Hier errichten... Ja, mein Kaiser. Vorwärts. Ja, Kaiser! Ich bin ja ausgesprochen Vorwärts. Gespannt. Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Ob unser Feind damit rechnet. Wir errichten ein Nachtlager. Ich bin Diener Gottes. Bin unterwegs. Ja, mein Kaiser? Ja! Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser! Ob unser Feind mit so einem Überfall rechnet? Eure Befehle, Kaiser!
Ja, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Greifen an! Sehr gut. Sieg! Ja, Flotte bereit! Ja, Kaiser! Ja, greifen an, Kaiser! Soll das ein verdammter Witz sein? Sieg für das Reich! Eure Befehle, Kaiser! Ja, Flotte bereit! Ja, Kaiser! Heute kommen wir nicht weiter, Kaiser! Eure Befehle, Kaiser! Volle Segel! Ich glaube, es geht hier primär ums Ärgern. Es geht hier gar nicht darum, wirkliche Erfolge zu erzielen. Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Vorwärts! Kaiser! Ja, Kaiser! Ja, Befehle, Kaiser! Marsch hier, Kaiser! Ja! Ja! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Die heutige Reise ist vorbei! Jeddah wird ausgebaut. In Jeddah, glaube ich, benötigen wir keine weiteren Einheiten. Wobei, sie sind billig. Es sind billige Einheiten. Sieh dir, das ist die Frage, die ich mir stelle. Befehle, Kaiser! Sollten wir jetzt angreifen? Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Vorwärts! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Marsch hier! Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Oder sollten wir warten? Ich glaube, wir müssen hier geduldig bleiben. Bin zu Diensten. Seid gegrüßt, Kaiser. In Gottes Namen. Verratet mir den Namen des Ziels. Was ist das Ziel des Reiches? Tod oder Zerstörung, Kaiser? Was ist das Ziel des Reiches? Er ist ein toter Mann. Oh, erst jetzt erst zum Mietmörder geworden. Ja, bin unterwegs. Interessant. Ich bleibe bis... Er wird morgen ein toter Mann sein. Ja, wieder Tod mit einem gewissen Risiko. Mal sehen, wie das ausgeht. Kaiser, euer Feind ist mein Ziel. Beeindruckend. Beeindruckend, Siegfried der Mörder. Verratet mir den Namen des Ziels. Er wird morgen ein toter Mann sein. Schnell und leise. Ja, bin unterwegs. Wurden hier nun Einheiten ausgebildet? Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Nein, wurden sie nicht. Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Wir werden hier in aller Ruhe unsere Einheiten verstärken. In aller Ruhe. Verratet mir den Namen des Ziels. Und den Feind weiter unter Druck setzen. Gut, seid so gut und bildet mir hier weitere Einheiten aus, ja. Wir brauchen die Unterstützung von Dongola. Es müssen weitere Armeen kommen. Hier Kaiser. Kommen schon drei. Hier Befehle, kommen Kaiser. Drei, genau das meine ich. Wir dürfen diese offensive Haltung gegen unsere Feinde auf gar keinen Fall
verlieren. Ja, Kaiser! Greift die feindlichen Flotten an! Sieg! Eure Befehle, Kaiser! Ja, Kaiser! Volle Segel! Unter keinen Umständen darf die verloren gehen. Baut noch zwei weitere Hulk dazu. Ich werde auch unsere Marine nicht aufgeben. Unter keinen Umständen. Unsere Marine ist zu wichtig in diesem Krieg. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Werfen den... Ja, Flotte bereit. Volle Segel. Das steht außer Frage. Wir segeln morgen weiter. Und daher werden wir weiter so vorgehen, wie wir aktuell vorgehen. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Volle Segel. Ja, Kaiser. Für das Reich. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Für das Reich! Für den Ruhm des Reiches! Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Noch nicht. Wir warten noch eine weitere Runde. Gut, beginnen wir Stück für Stück. Ich bin Diener Gottes. Natürlich, Kaiser. Eure Befehle? Marschiert! Die Falle ist gestellt, Kaiser. Alles bereit. Es Vorwärts. Braucht keine Falle. Also manche unserer Anführer leiden wirklich unter schwerer Paranoia. Und gut. Ja? Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Das Reich hat gesiegt. Es wird langsam Zeit, dass wir diesem Hauptmann Hans zeigen, wo es fehlt. Dieser Tag gehört dem Reich. Auf in die Schlacht. Einhalten! Wartet auf Empfang der Ruhe! Einhalten! Lockere Formation! Alle machen die lockere Formation, außer die Bombarde. Die braucht eine gute Position. Die Speerträger halten sich links. Die anderen Einheiten halten sich rechts. Und los. Schauen wir mal, was unsere großen Bombarden können. So zu 100% haben mich diese neuen Technologien noch nicht überzeugt. Aber mal sehen. Gütiger. Wenn dort auch nur jemand in der Nähe steht.
Er sieht noch mehr Bogenschützen. Sie treffen leider nichts. So, durch die Wälder hindurch, Männer. Mit Tempo. Mit Tempo. Ah. Die zweite. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Ein Teil holt sich die feindlichen Stadtmilizen und ihr rennt weiter. Los, 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 los. Und nie war von Tempo runterschrauben die Rede. Nie. So, jetzt geht diese Jagd über die ganze Map wieder weiter. Dieser Feigling! Vorwärts! Nicht, und zermalmt den Feind! Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen! Allerdings. Jetzt muss er uns zusehen, wie wir seine Armee besiegen! Helft mit! Wir haben die feindliche Armee geschlagen! Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen! Ah, wir hätten beenden können. Ich glaube, die Armee löst sich so oder so auf. Ah, bitter. Sie hätten ja die Grenze längst erreichen können. Aber nein, tut es lieber nicht. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Gut. Ich habe so das Gefühl, wir haben in der Welt ein wenig an Prestige verloren. Und es wird Zeit, dass wir das wieder ändern. Es wird Zeit, dass wir hier mal wieder in eine andere Richtung gehen mit unseren Erfolgen. Ja, man hat unsere Marine ein bisschen runterbekommen. Schön. Schön, das freut mich für euch. Kaiser? Ja? Maschinen. Noch eine. Benennt uns ein Schlachtfeld. Wir werden kommen und kämpfen. Er wird morgen ein toter Mann sein. Was ist das Ziel des Reiches? Mhm. Ja, der Vorstoß wird interessant werden. Er wird interessant werden. Mal sehen. Ja, mein Kaiser. Ja! Vorwärts! Hier errichten wir ein Nachtlager. Einen Meter. Ja, mein Kaiser. Eine Einheit ab. Ja! Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Ja,
Ja, und warum wird dieser Vorstoß interessant werden? Er ist, komplizierter als man denkt. Wir machen ihn ja primär, um auch Sizilien von dort zu vertreiben. Ich weiß nicht, ob das die letzten drei Bastionen von Sizilien sind. Mein großes Problem mit Sizilien ist, es ist eine sehr, sehr starke, es ist marinetechnisch sehr, sehr stark. Und das sorgt natürlich für Probleme. Darauf brauche ich, denke ich, nicht Kaiser? Im Detail einzugehen. Ja, Kaiser, ziehen in die Schlacht. Die Armee belagert weiter, Kaiser. Wie lange hält diese... Jawohl. 9 Runden? Warum kann eine solche Stadt 9 Runden ohne Versorgung überleben? Verratet mir den Namen des Ziels. Ja, bin unterwegs. Schnell, er wird morgen ein toter Mann. Verratet mir den Namen des Ziels. Ja, bin unterwegs. Schnell und leise. 9 Runden. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Befehle, Kaiser. Vorwärts! Die heutige Reise ist vorbei. Seid gegrüßt, Kaiser. Für das Reich. Für das Reich. Für das Reich. Reitet nach Antwerpen. Morgen ziehen wir weiter, mein Kaiser. Dort können wir eure Dienste vermutlich gebrauchen. Kaiser? Ja, unsere heutige Reise ist für das Reich. Für das Reich. Für das Reich. Ja, mein Kaiser? Ich habe mich vermutlich geirrt. Wir könnten aber euch hier gebrauchen. Ja, 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 ja. Da ist, glaube ich, besser in Anger. Ich bin Diener Gottes. Bin unterwegs. Ich fahre morgen. Ja, es ist ein bisschen ein Durcheinander hier, aufgrund der vielen kleinen Armeen. Ja, Kaiser. Aber Kaiser, da können wir nicht hinmarschieren. Doch, Kaiser. Ihr könnt dorthin marschieren. Ja, Dijon braucht, glaube ich, mal einen etwas höheren Steuersatz. So, dann ist es ausgeglichen. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Kaiser! Ja, mein Kaiser. Seid so gut und schickt mir diese Einheiten. Kaiser! Ja, mein Kaiser. Kaiser. Nach Paris. Ja, Kaiser! Die heutige Reise ist vorbei. Ja, mein Kaiser. Ja! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Ja, Kaiser! Verbinden die Truppen! Und dann lassen Sie in Angers eine bessere Garnison ausbilden. Könntet ihr mir einen Gefallen tun und hier einen Büchsenmacher errichten, das wäre mir sehr recht. Wie, ja, wie läuft die Belagerung? Sind Sie verloren, Kaiser. Wir haben keine weiteren Einheiten verloren, sehr schön. Belagerungsarmee ist bereit zum Angriff. Diese Armee werden wir... Ich will da nichts riskieren. Ich will in Rennes nichts riskieren. Ich will generell für die Franzosen nichts mehr riskieren. Er wird morgen ein toter Mann sein.
Ja, baut eine kleine Kirche, gütiger. Natürlich braucht ihr die. Für das Reich. Befehle, Kaiser. Ohne Gott kein Sieg. Also, dass ich euch das immer wieder aufs Neue erklären muss, das tut ja teilweise schon weh. Hier, Schmied. Los. Also wirklich. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja. So, viele Einheiten werden hier gerade verschoben. Wir haben den französischen Raum auch schon geregelt. Als nächstes werden wir den deutschen Raum regeln. Ja, am spannendsten ist natürlich weiterhin dieser Bereich, aber an vielen Orten brauchen wir jetzt einfach Geduld. Die Kriege sind nicht mehr... Die Augen des Reichs. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick, Kaiser. Die sind nicht mehr so einfach wie früher. Ja, Kaiser. Die sind nicht mehr so einfach, weil die Burgen und Festungen einfach viel größer sind. Man muss sich jetzt die Zeit nehmen. Selbst wenn nur eine kleine Garnison in einer Festung ist, muss man sich die Zeit nehmen, diese Festung langfristig zu belagern. Und genau das machen wir. Und daher nehmen wir uns mit Rennes Zeit, wir nehmen uns mit Toulouse Zeit und vernichten so Frankreich Stück für Stück. Bis sie eines Tages rauskommen. Schottland kann versuchen, uns zu provozieren, kann auch eine Armee schicken. Antwerpen hat Einheiten, Brügge hat Einheiten. Wir können Entsatztruppen schicken, das ist alles kein Problem. Wenn Schottland den Krieg will und Schottland will den Krieg, bekommen sie ihn. Ich habe von niemandem Angst. Von niemandem. Wir sind eher kurz davor, hier in Tunis Fuß zu fassen, dann haben wir unser Reich direkt neben... Das wollte ich nicht. Das war jetzt nochmal unnötig. Und das direkt in der Abmoderation. Die Augen des Reichs. Neben dem der Mauren... Aber mal sehen, wir wissen nicht, wie die Lage auf der Iberischen Halbinsel ist. Wir werden jetzt erstmal uns um Frankreich kümmern, dann die Portugiesen aus Bordeaux vertreiben und dann können wir immer noch sehen. Aber das ist natürlich auch definitiv ein Gebiet, wo wir uns drum kümmern müssen. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dahin, euer Kaiser Odin I.